Hallo und herzlich willkommen zur Waldgeschichte. Es ist mal wieder soweit, ist ja lange her, dass wir da ein wenig drüber gesprochen haben, aber jetzt soll es mal wieder soweit sein. Eigentlich wollte ich das Video ja auch im Walde drehen und bin da extra schön weit reingelaufen in den Wald, damit ich auch ja meine Ruhe habe und habe die Kamera aufgestellt und wollte gerade drauf losplappern. Da habe ich festgestellt, dass da keine Speicherkarte drin ist. Arr! Deswegen habe ich mir gedacht, wenn schon wieder drin im Wissenschaftszimmer, dann stelle ich ein paar dekorative Dinge ins Regal. Vielleicht könnt ihr erkennen, worum es sich handelt. Es ist eine Sie und sie heißt Steffi. Auch wenn sie keine besonders weibliche Kopfbedeckung trägt. Gut, so viel zum Schwachsinn am Rande. Kommen wir wieder zum Ernst des Lebens zurück und widmen uns eben der Waldgeschichte. Wir waren stehen geblieben, als die Römer ihr Unwesen im südlichen bzw. westlichen Teil Deutschlands getrieben haben und haben uns darauf geeinigt, dass die Römer dann irgendwann weg waren. Da gab es dann auch schon so ein paar Spekulationen meiner Art dazu, warum die wohl verschwunden sind. Und in die Richtung müssen wir heute noch mal ein kleines bisschen weiter spekulieren, denn wir kommen nun in die sogenannte Völkerwanderungszeit. Der Begriff stammt vermutlich unter anderem von Friedrich Schiller, der den mal in irgendeinem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem, verwendet hat und hatte halt eben wohl auch mit irgendwelchen historischen Quellen geschrieben, dass da halt die ganzen Völker durch die Gegend gezogen sind. Und das ist ein Begriff, der sich wohl unter Laien, wie mir, immer noch irgendwie im Kopf festgesetzt hat und auch in der nicht historisch gebildeten Öffentlichkeit immer noch gerne verwendet wird, obwohl es halt eben höchst strittig ist, dass da wirklich ganze Völker durch die Gegend gezogen sind. Da gibt es alle möglichen tollen Untersuchungen und Vermutungen. Es ist auch die Frage, wie man den Begriff Volk überhaupt definiert. Vielleicht sollte man es eher Kriegstross-Wanderungszeit nennen, weil die waren definitiv unterwegs und vermutlich hat es sich auch nicht um irgendwelche ethnologisch als Volk zu bezeichnenden Gruppen gehandelt, sondern eher um homogenen Mischmasch verschiedener, ja, Stammesangehöriger, wenn man so möchte, die sich dann zu einem Kriegstross unter einer, vielleicht vermutlich charismatischen Führerpersönlichkeit zusammengeschlossen haben. Und diese sind dann tatsächlich durch die Gegend gezogen und zwar marodierend in Richtung noch römisches Territorium. Eine große Frage im Zusammenhang dessen, was jetzt die Völkerwanderung bzw. auch der Einfall der Hunnen auf römisches Territorium, Attila und so weiter und so fort, inwiefern das zum Zusammenbruch des weströmischen Reiches beigetragen hat, das ist alles schwierig. Und das geht wohl, wenn man das ganz detailliert machen möchte, arg detailliert ins Detail der Geschichte und hat dann auch nicht mehr so viel mit dem Wald zu tun, denn wir machen hier ja Wald- bzw. Forstgeschichte. Deshalb wollte ich jetzt nur mal ein bisschen angedeutet haben, dass der Begriff Völkerwanderung eigentlich nicht ganz korrekt ist. Aber nichtsdestotrotz, den Titel habt ihr ja schon gelesen, der Wald in der Völkerwanderungszeit. Irgendwie muss man die Epoche ja auch nennen. Bevor wir aber das anreißen können, hatte ich ja vergessen, meine Videos sollen ja für Gesamtdeutschland gelten, den Wald zur römischen Zeit außerhalb des römischen Territoriums noch mal ein bisschen genauer anzuquatschen. Es kann übrigens sein, dass es hier ein kleines bisschen Überschneidungen mit meinem Römergeschichte-Video gibt, aber das wisst ihr eh nicht mehr, das könnt ihr euch jetzt auch nochmal anhören. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es selber nicht mehr, was ich da gesagt habe. Weißt du, Steffi? Steffi sagt nichts. Jedenfalls im nicht römisch besetzten Germanien wissen wir sehr, sehr, sehr wenig, wie die Siedlungsstruktur ausgesehen haben würde. Ich hatte ja schon in anderen historischen Videos erwähnt, dass man mit Pollenanalyse, also den Baumpollen, die in irgendwelchen Sedimenten in tiefen Seen oder im Moor noch vorhanden sind, die man dann entsprechend in der richtigen Tiefe entnehmen kann und dann die Zusammensetzung prüfen und dann ein relativ genaues Bild von der damaligen Vegetationszusammensetzung
Zusammensetzung, zumindest bei den Bäumen, bekommen kann. Und anhand dessen kann man sich ziemlich sicher sein, dass da keine besonders hohen Bevölkerungsdichten geherrscht haben. So circa 2 Einwohner pro Quadratkilometer. Heute haben wir ja über 150, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder noch mehr. Noch mehr? Ich krieg's gerade nicht zusammen. Guckt's auf Wikipedia nach, da steht's. Einfach Deutschland googeln. Wie dem auch sei, die waren jedenfalls nie hoch. Und es kam dann interessanterweise zu dem Zeitpunkt, wo das römische, westliche römische Reich endgültig zusammengebrochen ist, aus irgendwelchen Gründen ungefähr zeitgleich zu einem rapiden, massiven Bevölkerungseinbruch im nördlicheren heutigen Deutschland. Teilweise kann man es mit Sturmfluten an der Küste erklären, dass der gesamte Küstenstreifen kurzzeitig wohl unbewohnbar gewesen ist. Aber auch sonst sind da jede Menge Wüstungen um diese Zeit entstanden. Also eine Wüstung ist eine aufgegebene Siedlung. Das heißt, da hat mal wer gewohnt, ist dann relativ kurzfristig weggezogen und es sind auch noch Gebäudereste und Ähnliches übrig geblieben, die dann im Laufe der Zeit verfallen sind und wieder zu Natur, wenn man das dann so nennen möchte, geworden sind. Dazwischen gab es sowohl langfristige Siedlungen, die über mehrere hundert Jahre, also dazwischen meint zwischen der Anfang der Römerzeit und eben diesem Zusammenbruch der germanischen Population in den Gebieten, in denen die Römer nie gewesen sind, gab es eben also Siedlungen, die lange Jahrhunderte lang Bestand hatten, ähnlich wie bei den Kelten, gab es die ja auch vereinzelt und gleichzeitig immer noch dieselbe Siedlungsstruktur seit der Jungsteinzeit mit den Dörfern, die nur relativ kurze Zeit Bestand hatten, die quasi eine Insel im ansonsten geschlossenen Waldland darstellten. Das gilt auch für die größeren Siedlungen, nur war die Insel da größer. Und die dann immer wieder umgezogen sind, quasi, nachdem sie da alles ausgebeutet hatten. Das ist jetzt mehr oder weniger spekulativ, hundertprozentig beweisen lässt sich das nicht, aber die Vermutung liegt halt eben nahe, um dann wieder woanders hinzuziehen und da dann quasi das gleiche Spiel zu machen. Man vermutet, dass die Siedlungen, die länger Bestand hatten, dann auch häufig eine sehr ergiebige Quelle für Eisen gehabt haben und aufgrund dessen, dass es da ja dann schon Eisen gab, hat man auch entsprechend viel Holz gebraucht, um das Eisen eben entsprechend einzuschmelzen. Das passierte übrigens in einem, ja, schon erstaunlich fortschrittlichen Ofen, wenn man das so sagen möchte. Das war eine, ja, Kuppelkonstruktion aus Zweigen, auf die man zusätzlich noch Lehm geklatscht hat, damit der halt eben hält, weil sonst wäre das nicht gegangen. Und da drin hat man dann auch ähnlich wie bei der Köhlerei, nur eben umgekehrt, da will man bei der Köhlerei will man ja keine hohen Temperaturen, hier wollte man die schon, mit einigen Löchern unten und einem dadurch resultierenden starken Luftzug ins Innere und im Inneren dann mit Holzkohle vor allen Dingen gearbeitet, weil die eben heißer verbrennt und hat dann da doch Temperaturen um die 700 Grad bestimmt erzeugen können. Das hat jedenfalls gereicht, um sogenanntes Raseneisen, ich glaube so heißt es, wenn nicht blende ich es euch ein, wie es wirklich heißt, schon einschmelzen zu können und hat dann die Schlacke, die dabei entstanden ist, also dieses Gemisch von Eisen und anderem Zeugs, durch tatsächlich drauf rumhämmern, getrennt, dass man da quasi also versucht hat, die Schlacke einfach rauszuhämmern. Besonders super reines Eisen ist dabei wohl nicht rausgekommen, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um damit die Waffentechnologie auch durchaus voranzutreiben. Und theoretisch, und da ist jetzt der Hund begraben, hätte man ja mit dem Eisen auch zum Beispiel einen Pflug beschlagen können, um so die landwirtschaftliche, ja, die Landwirtschaftstechnik revolutionär weit nach vorne zu treiben. Allerdings ist jetzt die Frage, inwiefern man das wirklich gemacht hat. Denn nämlich überhaupt die gesamte Flug- und Landwirtschaftstechnik ist so vielleicht einer der Knackpunkte, weshalb die Bevölkerung nach dem Einbruch des römischen Imperiums so stark zurückgegangen ist. Und jetzt befinden wir uns ja gerade erst noch in dem Gebiet, das nie römisch war, wo ja trotzdem nach Einbruch des römischen Imperiums die Bevölkerungsdichte enorm zurückgegangen ist. Mysteriös, mysteriös. Aber das soll es zu den Germanen erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wir wissen sehr wenig. Das, was wir wissen, stammt nur aus rein archäologischen Funden, dass man irgendwelche Siedlungsreste gefunden hat, irgendwelche Scherben, Pfeilspitzen, das übliche Zeug, was man da halt so ausbildet. Gell, Steffi? Na, Steffi kennt sich aus mit ausgebuddelt werden.
im Bereich des ehemaligen römisch besetzten Deutschlands, nachdem die Römer dann weg waren. Da kann man jetzt halt eben auch nochmal spekulieren, woran das gelegen haben möchte. Das haben wir ja im Römer-Video schon mal so ein bisschen getan. Insgesamt so Rohstoffverbrauch, auch Zusammenbruch des Handelswesens und so weiter und so fort. Und eben auf diesen Aspekt mit dem Handel möchte ich jetzt nochmal eingehen. Gleich nachdem ich euch erzählt habe, dass es zu der Zeit am Ende des römischen, westlichen römischen Imperiums sehr wohl auch viele Bürgerkriege innerhalb des römischen Reiches gegeben hat, die Römer auch weniger Geld schlicht und ergreifend verdient haben, damit es sich nicht mehr so wirklich leisten konnten, eine Legion, wie das halt damals gewesen ist mit den römischen Berufssoldaten, so richtig auf den Beinen zu halten. Sie haben dann teilweise auf Söldnerheere auch auf und außerhalb des Imperiums zurückgegriffen. Man könnte also so ein bisschen sagen, dass sie sich die plündernden Horden, die dann ins römische Reich eingezogen sind, schon fast selber ins Haus geholt haben, weil sie halt eben auch solche Söldnerheere selbst zusammengestellt haben, beziehungsweise haben dann irgendwelchen Stammesfürsten dafür, dass sie einen anderen Stamm bekämpft haben, gewisse Rechte eingeräumt und die Position einzelner Stammesfürsten dadurch dann halt noch mehr gestärkt, damit die eigene römische Position weiter untergraben. Es gibt viele Faktoren, die da im politischen Bereich eine Rolle gespielt haben. Und man vermutet halt, dass es die Tatsache, dass dann plündernde Horden der Barbaren, also wir, bei den Römern eingebrochen sind und da alles Mögliche geplündert, gebrandschatzt und das übliche Vermorden und Vergewaltigen betrieben haben, ist wahrscheinlich nur ein Teil, Puzzleteil im großen Ganzen. Aber so genau weiß das eben keiner. Tatsache ist, dass das römische Imperium zusammengebrochen ist. Genaues Datum habe ich nicht im Kopf, aber so ab 400 nach Christus ging es steil bergab. Da war noch nicht das offizielle Datum, wo die quasi aufgegeben haben. Das war, glaube ich, erst kurz vor 500. 486, irgendwie 492, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so die ungefähre Größenordnung sollte stimmen. Wer es in die Kommentare schreiben möchte, falls das genau weiß, bin ich dankbar. Ja, nach dem Wegfall der Römer in Deutschland kann man aber wirklich beobachten, auch eben durch die eben schon erwähnte Pollenanalyse, dass in den ehemaligen römisch besetzten Territorien die Bevölkerungsdichte wirklich schlagartig in vergleichsweise kurzer Zeit rapide eingebrochen ist. Und Tatsache ist eben auch wenn sich kein Mensch erklären kann, wie das dazu bitte gekommen sein soll und in anderen Regionen, nicht bei uns, in anderen Regionen, viele Historiker auch davon ausgehen, dass die Leute, diejenigen, die das römische Territorium geplündert und übernommen haben, eher versucht haben, römische Technologie, muss man ja schon sagen, beizubehalten und für sich selbst zu nützen und auch das römische Fernhandelswesen quasi irgendwie zu übernehmen, weil die wohl auch schon kapiert hatten, dass man damit wohl irgendwie reich wird. Bei uns hat das aber scheinbar nie stattgefunden. Und ja, meiner Meinung nach, und da muss ich jetzt wirklich bisschen spekulieren, weil ich keine Quelle gefunden habe, die jetzt da nennenswerte mögliche Ursachen nennt, weil es halt spekulativ ist. Daher auch nochmal die Warnung, ich weiß das nicht, das ist jetzt nur mal eine Vermutung. Könnte mir vorstellen, dass es wohl daran gelegen haben könnte, dass mit dem Wegfall der Römer und damit zusammenhängend natürlich auch dem Wegfall des römischen Handelsnetzes eine Nahrungsknappheit aufgetreten sein könnte. Denn die Römer haben fleißig Ackerbau betrieben, das sollte jetzt niemanden überraschen. Allerdings haben sie den wirklich, wirklich ertragreichen Ackerbau nicht unbedingt bei uns betrieben, sondern am Euphrat und am Tigris. Also so diese Region, die so ein bisschen als Kornkammer der Welt, zumindest damals, bezeichnet werden kann. Insbesondere auch am Nil, den berühmten Überschwemmungszonen des Nils, wo enorme Erträge möglich waren, die zum Teil weit über dem lagen,
was im Mittelalter, was heißt zum Teil, ganz oft lagen die weit über dem, was im Mittelalter irgendwie erreicht wurde, auch wenn da stetig die Landwirtschaft sich weiter und weiter verbessert hat. Erst im 17. Jahrhundert ungefähr hat man bei uns Erträge erreicht, die den Top-Erträgen im römischen Imperium gleichkommen. Also das ist schon ein extremer Rückschritt gewesen, dass nachdem die Römer weg waren, die römische Landwirtschaft nicht mehr so funktioniert hat. Die Römer wussten auch schon, was man vermutlich im damals dann entstehenden freien Germanien nach den Römern nicht so gewusst hat, scheinbar. Die Römer wussten also auch, dass man düngen sollte, dass, wie man es kann und wie das funktioniert. Und sie hatten auch den Grundsatz, gut pflügen und dann nochmal düngen. Und außerdem war ihnen auch klar, dass man hin und wieder Brachflächen entstehen lassen muss, also quasi dem Acker zwei Jahre oder sagen wir jetzt mal zwei Jahre, ich glaube, das war eine übliche Zeit, die man dann mal einen Acker hat brach liegen lassen, nicht nutzen darf, damit sich eben die Nährstoffzusammensetzung im Boden wieder erholt eher und man danach dann wieder erfolgreich zum Beispiel, wie heißt denn das Zeug? Also sie haben wohl Hartweizen und Weichweizen auch schon gekannt, den Dinkel, glaube ich. Naja, Emma. War das Ding. Genau. Also man kann vielleicht vermuten, dass es da wirklich Rückschritte gegeben hat. Die Römer hatten auch schon eine recht fortschrittliche Flugtechnologie mit Rädern. Also die haben nicht mehr einfach nur einen spitzen Stock hinter sich hergezogen, um den Boden aufzureißen, sondern hatten bereits eben einen Räderflug. Und es ist halt jetzt eben die große Frage. Die landwirtschaftliche Technologie, die vorhanden war, haben die Germanen die übernommen oder nicht? Wir wissen, dass die in der Völkerwanderungszeit, also quasi da im frühen Mittelalter, als das Imperium Romanum vollständig zusammengebrochen war, dass da nur ganz kleine Dörfer geherrscht haben und es auf jeden Fall keine großen Siedlungen gegeben hat. Dass die Bevölkerung krass zusammengebrochen ist, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, das kann eigentlich nur mit einer Hungersnot zusammenhängen. Und jetzt, um nochmal zurück die Brücke zu schlagen zu eben dem römischen Handelssystem, in den Regionen, in denen die so eine wahnsinnig tolle Landwirtschaft gehabt haben, da hatten sie natürlich auch Überschüsse produziert, die sie dann, wenn sie gemerkt haben, in anderen Teilen des Imperiums sieht es gerade nicht so gut aus mit Futter, da dann halt entsprechend auch hinkarchen konnten. Man konnte also zum Beispiel einen extrem strengen Winter in Süddeutschland konnte man überbrücken, indem man von weiter südlich, wo es keinen extrem strengen Winter gab, eben entsprechend Nahrung nach Norden gekarcht hat. Das fiel ja jetzt weg. Also meine persönliche Theorie eben, daran könnte es gelegen haben und aus irgendwelchen Gründen waren wir Barbaren wohl auch zu blöd, eben die römische Technologie so gut das eben möglich war, bei Besitzergreifungen von römischen Anlagen dauerhaft zu bewahren. Ganz, 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 ganz viele Siedlungen, die es damals gegeben hat, das waren ja wirklich viele, von denen ist halt heute überhaupt nichts mehr zu bemerken. Und der gesamte Streifen entlang des Limes sollte eigentlich voll mit alten Römerstädten sein. Da gibt es aber nur, ja, eine Handvoll ist jetzt auch wieder untertrieben, aber es sind halt schon überschaubar viele, die irgendwelche noch halbwegs intakten römischen Strukturen aufweisen. Deswegen, ja, so in die Richtung ein wenig meine Theorie. Ja, aber jetzt die Brücke zum Wald noch mal ein bisschen intensiver schlagen. Der Zusammenbruch der Zivilisation war dann wieder für den Wald natürlich ein Segen, denn der hat sich extrem erholt und wir haben bis zu Beginn des Frühmittelalters, also so um 500, weil da ging die nächste Rodungswelle los, hatten wir zumindest in Süddeutschland außerhalb der extrem fruchtbaren Gebiete, so direkt am Fluss, irgendwelche großen Lössareale, auch wieder in Wassernähe, in solchen Gebieten nicht so sehr, also zum Beispiel entlang des Rheins wird es einiges gegeben haben, trotzdem noch an Siedlungen oder an anderen großen Flüssen, auch an der Donau. Augsburg hatte zum Beispiel ja auch die ganze Zeit über Bestand und ist nie zusammengebrochen, nur um mal irgendeine Stadt als Beispiel zu nennen. Aber trotzdem, das meiste
die meisten kleinen römischen Villa Rusticae, Plural von Villa Rustica, die irgendwo in der weiteren Landschaft quasi auch weiter raus in die Wildnis in Anführungszeichen gelegen haben, die waren dann eigentlich scheinbar wohl alle weg. Man findet jetzt heute auch immer mal wieder irgendwelche Reste ehemaliger römischer Siedlungen oder zumindest Bauernhöfe irgendwo mitten im Wald. Auch bei mir in der Gegend gibt es ein paar. Leider weiß ich nicht mehr wo, sonst würde ich die euch jetzt zu diesem Video auch gerne zeigen. Aber so, und neben der Pollenanalyse, woraus wir eben die Vegetationsstruktur so ein bisschen ableiten können, haben wir noch ein zweites interessantes Tool jetzt zur Verfügung, woraus wir auch wieder so ein wenig ableiten können, wie denn die damalige Landschaft jetzt auch besonders auf den Wald bezogen wohl ausgesehen haben mag. Und das sind Ortsnamen. Man kann ja bei vielen Orten, zum Beispiel auch durch dendrochronologische Verfahren, also wenn man da noch irgendwelche alten Holzbalken in irgendwelchen alten Kellern oder Fundamenten oder Ähnlichem findet, kann man die anbohren, daraus einen Bohrkern entnehmen und anhand der Jahrringstruktur die charakteristische Weiserjahre aufweist, zum Beispiel ein Jahr, in dem es extrem trocken gewesen ist und deshalb mitteleuropaweit sämtliche Bäume einen super kleinen Jahrring produziert haben und vielleicht war 5 Jahre später wieder so ein Jahr, wo wieder ein super kleiner Jahrring ist. Und wenn man dann quasi so ein Stück Holz da rausnimmt und hat irgendwo quasi schon mal ein anderes Stück Holz gefunden, bei dem man weiß, wie alt das Holz sein muss, weil das Alter des Gebäudes bekannt ist, und findet jetzt an beiden Stück Holz eine ähnliche Jahrringstruktur mit diesen beiden Dürrejahren im Abstand von 5 Jahren direkt hintereinander quasi, dann hat man da schon ein ganz gutes, natürlich muss man sich da noch andere Jahrringe für angucken, aber das Prinzip sollte jetzt hoffentlich klar sein, dann hat man also einfach eine Möglichkeit zu vergleichen, okay, dieses Stück Holz hat eine ähnliche Jahrringstruktur wie das Stück Holz, von dem ich weiß, dass es von 1500 Ungrad ist, also wird mein Stück Holz, das ich hier habe, von dem ich nicht weiß, wie alt es ist, auch von 1500 Ungrad sein. Und es gibt einen ausführlichen, super langen, zusammengesetzten Holzstrahl, in Anführungszeichen, einen super langen Bohrkern, an dem man quasi mit jedem beliebigen Stück Holz, das man irgendwo rausgenommen hat, wo man nicht weiß, wie alt es ist, hingehen kann und da so lange entlang gehen und gucken, ob es passt, bis man eben das passende Ding gefunden hat und hat dann dazu das entsprechende Datum. Ganz vereinfacht ist das Dendrochronologie, Datierung von ja, Gebäuderesten, in denen Holz vorhanden ist. Das ist möglich bis wirklich schon ganz ordentlich lange in die Vergangenheit. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, um eben bei alten Orten rauszufinden, wie alt die denn wirklich sind. Und wenn man sich jetzt die Orte anguckt, bei denen wir zuordnen können, dass sie eben in dieses fünfte Jahrhundert nach Christus reinfallen, so grob diesen Zeitraum, zu dem wir uns jetzt auch, an dem wir uns jetzt auch gerade befinden, wenn man sich da die Ortsnamen anguckt, dann stellt man fest, und jetzt muss ich mal kurz was zum Nachlesen holen. Ja, also, wir waren bei den Ortsnamen stehen geblieben und jetzt lese ich euch tatsächlich direkt aus dem Buch, hier sind hier, mal ein paar davon vor, einfach damit man das mal so ein bisschen zuordnen kann. Zum Beispiel, es gab einen ganzen Haufen Bezeichnungen, die sich quasi auf Wald bezogen haben. Also Orte, die einen Namen mit Wald, in Anführungszeichen, bekommen haben, weil sie halt zentral dort gelegen sind. Man hat ja oft Orte nach dem benannt, wo sie quasi liegen, dass also ein, was auch immer, Bach relativ manchmal, das ist, Bach ist so eine ganz komplizierte Ortsendung, Ortsnamenendung, aber oft lagen die dann im entsprechenden Bach, kam häufiger vor. Aber zum Beispiel, lauter Begriffe, die Wald bedeuten, sind zum Beispiel hart, also entweder hart mit T hinten geschrieben oder hart mit DT, dann Strutt, Busch, Hecke, Holz, Strauch und allerdings auch Heide. Heide ist jetzt wieder so ein Sonderfall, weil Heide hat damals tatsächlich gemeint, dass das oft ein Hof gewesen ist, der draußen abseits von der Zivilisation gelegen hat. Und damals kam ja auch schon das Christentum auf.
Ja, genau. Und die Leute, die da draußen gewohnt haben, das waren sogenannte Heidinger. Die hatten da dann halt eben irgendwelche Bauernhöfe. Also ein Heidinger war im ursprünglichen Sinn tatsächlich einfach ein Bauer, der weiter draußen war. Ganz oft wurde dann aber langsam und aber sicher durch eben das in den Städten bzw. im zivilisatorisch näheren Raum, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, das Christentum eingeführt wurde. Und dass da auf dem Land, abseits von eben besagten Christentum-Hotspots, durchaus noch Anhänger der alten Religionen gegeben hat, hat man dann relativ bald den Heidinger, der da draußen in der Heide, also eigentlich dem Wald oder zumindest einer waldartigen Landschaft, auch mit viel Moor und Ähnlichem, gelebt hat, als Heide irgendwann abgekürzt. Und ein Heide wurde dann mehr und mehr nicht jemand, der da draußen irgendwie den Acker bestellt, sondern ein Ungläubiger, der eben nicht ans Christentum glaubt. Deshalb Orte, die den Namen Heide irgendwie in der Ortsbezeichnung tragen, wie zum Beispiel Heidenheim oder vielleicht auch Heidelberg, das weiß ich jetzt nicht genau. Johannesburger Heide, Tucheler Heide, Schorfheide, um nochmal so ein paar Beispiele hier aus meinem Büchlein rauszusuchen. Das waren alles eben Orte im Wald. Das bezieht sich also auf ein bisschen weiter im Wald gelegen und hat jetzt im ersten Sinne nichts mit der Heidepflanze, also Caluna vulgaris, der Besenheide, wir hatten noch diverse andere deutsche Namen, zu tun. Die ist allerdings namensgebend für die Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide ist somit die einzige Heide, die nach der Pflanze benannt ist und eben nicht nach irgendwelchen Heiden, die da draußen eben im Wald gelebt haben. So. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache mit diesen Ortsbezeichnungen. So. Übrigens, so Namen wie Busch, Hecke und Strauch in den Ortsnamen oder auch Flurnamen, muss ja nicht immer ein Ortsname sein, es kann auch einen Acker zum Beispiel geben oder ein Neubaugebiet, die haben auch oft so Namen, wo irgendwie Strauch, Busch, Hecke, Strutt, Hart gibt es hier in der Region auch relativ häufig, sowas in der Richtung eben vorkommen kann. Und das war natürlich früher auch alles Wald, auch wenn es jetzt eine große, ja, wahrscheinlich grüne Fläche ist, auf der jetzt halt eben demnächst gebaut werden soll. Und diese Namen geben teilweise auch eben Auskunft auf den Zustand dieser naturnahen Region, um was es sich jetzt genau gehandelt haben mag. Zum Beispiel Hain. Hain ist immer in Verbindung mit einem gehegten Wald verwendet worden. Das muss also auf jeden Fall auch ein Wald gewesen sein, in dem die Jagd auch noch eine gewisse Rolle gespielt haben wird. Strutt meint irgendwas mit Laubholz, dass man da also wahrscheinlich niederwaldartig bereits erste Ansätze der Niederwaldbewirtschaftung vielleicht betrieben haben mag. Man muss insgesamt einfach bei diesen ganzen Ortsbezeichnungen sehr, 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 sehr vorsichtig sein, aber es deutet zumindest an, dass eben das Alter der Orte plus eben diese Ortsbezeichnungen gut ins Bild passen, was wir auch aus der Pollenanalyse haben. Noch ein ganz paar Beispiele, zum Beispiel ein Bühl ist eine häufig vorkommende Bezeichnung für eine Siedlung am Hang oder einer Anhöhe. Das gibt es sogar im Herrn der Ringe, ne? Das Auenland. Auf dem Bühl wohnt ja bekanntlich Bilbo bzw. später Frodo Beutlin. Man muss ja dazu sagen, dass Tolkien ja selber Sprachwissenschaftler war und dann sowas definitiv kein Zufall ist. Dann haben wir zum Beispiel der Brocken. Tatsächlich, der Brocken im Harz ist ursprünglich ein verwachsenes Gehölz. Von der Wortherkunft her, wenn man das dann irgendwie im Altdeutschen rumdrödelt. Ich bin ja beileibe kein Sprachwissenschaftler. Dahlem ist eine Niederung. Feldberg, kahler zur Beweidung gerodeter Bergrücken. Ja, das meint sehr wohl das Ding da im Südschwarzwald. Das ist ja genau das. Ein Filder ist ein Hof auf den Feldern. First oder Fürst ist die höchste Erhebung eines Hauses oder in einem Gebiet. Hochfürst, der Fürstenberg. In der Bar ist der höchste Berg dieser Landschaft, nach ihm nennt sich der Grafen und spätere Fürsten von Fürstenberg. Also sprich, das ist nicht ein Fürst, der auf dem Berg hockt, sondern das ist einfach der höchste Berg und da saß dann irgendwann mal ein Fürst drauf, der sich dann nach dem Berg benannt hat. Also der Begriff Fürst,
Ja, aber das soll jetzt in diesem Zusammenhang reichen. Es gibt auch wirklich tausende von Ortsnamen, die in irgendeiner Form einen Zusammenhang mit Flüssen, Sümpfen, zumindest sehr feuchten Orten herstellen lassen. Und jetzt muss man noch mal sich kurz ins Gedächtnis rufen, dass wir ja auch beim Römerteil festgestellt haben, dass der Tacitus, also dieser römische Geschichtsschreiber, Germanien ja als schauriges Land mit schaurigen Sümpfen und furchtbaren Wäldern oder so ähnlich bezeichnet hat. Und wenn man jetzt die Ortsnamen sich anguckt, war das vermutlich für einen Römer durchaus genau so, dass es halt eben wirklich schaurige Wälder und fürchterliche Sümpfe oder umgekehrt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, gewesen sein müssen. So. Jetzt haben wir eben die Zustände, die dann tatsächlich bis ins 5. Jahrhundert, ich wollte schon 15. sagen, meine Güte, hinein geherrscht haben oder zu denen, an denen wir uns jetzt befinden. Wir befinden uns also jetzt am Anfang des 5. Jahrhunderts und was jetzt nun als nächstes passiert, ist die erste große Rodungswelle des Mittelalters und da mache ich jetzt nämlich einen Stopp. Denn ins Mittelalter geht es dann jetzt endgültig beim nächsten Video. Ich habe ja schon beim letzten Video behauptet, dass wir uns dann jetzt aufmachen ins Mittelalter. Rein technisch gesehen sind wir da ja jetzt. Der Übergang ins Mittelalter ist ja auch schwer zu definieren. Für viele Historiker ist es wohl auch ein fließender Übergang aus der sogenannten Völkerwanderungszeit, die man auch als Frühmittelalter bereits dazu rechnen kann. Man kann sie aber auch zur Spätantike dazu rechnen und das ist, macht es eben so schwierig. Und deswegen habe ich sie jetzt halt auch als einzelnes Video bzw. Extra-Epoche ein bisschen durchgekaut. Aber nächstes Mal kommen wir dann definitiv wirklich ins Frühmittelalter und werden uns erstmal mit der ersten Rodungswelle beschäftigen, mit der ersten Siedlungswelle. Mit einer Rodungswelle geht immer eine Siedlungswelle einher, zumindest damals im Mittelalter war das so. Und werden dann auch in einem eigenen Video, nachdem wir die Waldfläche durchgekaut haben, mal die Waldbewirtschaftungsarten des Mittelalters ganz genau unter die Lupe nehmen. Mit denen kenne ich mich auch relativ gut aus und die sind auch recht interessant. Und dafür geht es dann endlich auch mal in einem Waldvideo, Waldgeschichte-Video mal raus in den Wald, weil da kann man sich auch einiges angucken. Da gibt es auch heute noch viele Relikte alter Beweidung des Waldes. Unter anderem und Streunutzungen und Verhüttungen und ach was noch alles Sonstiges, was es da noch so gab. Das werdet ihr dann erfahren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Steffi wünscht das auch. Bis zum nächsten Mal. Wie war das? Sein oder nicht sein?